wir. Zuallererst möchte ich zwei ganz besondere Ehrengäste begrüßen. Die zwei Ehrengäste, wo sind sie denn? So, der Siggi hat heute Geburtstag. Wir singen jetzt Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Siggi! Happy Birthday to you! So, lieber Siggi, das ganze Team freut sich mit dir. Du gehst scharf auf der 50 zu. Böse Zungen behaupten, man sieht's. Ne? Auf jeden Fall vom ganzen Team herzlichen Glückwunsch zu deinem... Nee, jetzt lass mal, sag mal jetzt eh zu deinem Geburtstag. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Herzlichen Glückwunsch, Siggi. Gut, dass es dich gibt. Weiter so, bleib dran, bleib stehen. Dynamo Dresden bräuchte eigentlich noch jemanden für die Abwehrmauer. Siggi bleibt stehen, egal wie scharf geschossen wird. Weiter so. Danke, Wolfgang. Also, danke allen, dem Team, dem Lutz, allen, der Ines, dem Stefan. Bevor ich jetzt alle aufzähle, meine Frau sagt immer, so alt wie du aussiehst, wirst du nie. Und herzlichen Dank euch allen und ich würde sagen, jetzt legen wir los, oder? Ja. Danke! So, also wie gesagt, wir legen los und da gebe ich das Mikro gleich wieder dem Siggi, weil der ist heute der Erste, bevor dann noch ganz tolle Redner kommen. Na, herzlichen Dank! Hallo Dresden, hallo Sachsen, hallo standhafte Patrioten von nah und fern. Da wir heute mit Martin Sellner und Jürgen Elsässer zwei Gäste haben, die einiges zu sagen haben, fasse ich mich relativ kurz. Freunde, ich war gestern als Vertreter von Pegida Dresden zum zweijährigen Geburtstag von Pegida Nürnberg in Nürnberg. Danke an alle Patrioten, die dort gestern gemeinsam Gesicht gezeigt haben. Einen ganz besonderen Dank an diejenigen, die eine lange Anreise zum Beispiel aus Sachsen auf sich nahmen. Ein paar habe ich vorhin schon gesehen, um Pegida Nürnberg zu unterstützen. Natürlich stimmt es einen immer traurig, wenn man sieht, wie wenige Menschen sich im westlichen Teil unseres Landes trauen, für die Zukunft ihrer Kinder und ihrer Enkel und ihrer eigenen auf die Straße zu gehen. Die Anzahl der Aufrechten stimmt in keinem Fall mit dem überein, was uns an Tausenden von Zuschriften, E-Mails oder Nachrichten in den sozialen Netzwerken erreicht. Gerade aus den besetzten Gebieten im Westen unseres Landes. Aber jeder einzelne von denen, wie auch von euch, die heute hier sind, kann später mal sagen, egal wie die Zukunft sich entwickelt, ich habe damals etwas getan und das ist das Wichtigste. Wir alle, die wir hier stehen oder mal hier gestanden haben, wir werden alle ruhigen Gewissens in den Spiegel schauen können, weil wir uns engagiert haben, um unser Land und die zivilisatorischen Errungenschaften der letzten Jahrhunderte, für die oft sinnlos viel Blut geflossen ist, zu schützen und zu bewahren. Ob es uns schlussendlich gelingt oder nicht, aber wir haben es versucht. Und was der Kindergarten, ein paar ältere, ebenfalls anwesende Aufsichtspersonen, ewig gestern in Nürnberg wieder alles gekreischt haben. Rassisten, Nazis, Fremdenfeinde, wir wären nicht weltoffen, ihr kennt das übliche Gezeter. Freunde, ich muss sagen, als Rassist, als Nazi oder als Fremdenfeind bin ich recht ungeeignet. Meine Arbeitskollegen kommen von überall her. Ein sogenannter Nazi sein, was ja eigentlich nationaler Sozialist heißt, funktioniert auch nicht. Denn wenn ich schon Sozialist oder Sozialismus höre, bekomme ich Schnappatmung. Ich habe zwar nur bis zum Alter von 14,5 Jahren im Sozialismus gelebt,
weiß aber eines noch ganz genau. Sollten eines Tages die Kommunisten und Sozialisten in der Wüste regieren, wird bald der Sand knapp. Diesen Gegendemonstranten möchte ich sagen, Weltoffenheit hat nichts, aber auch nichts mit der Ablehnung und der Kritik an ungesteuerter Zuwanderung aus einem, sagen wir mal, Kulturraum zu tun. Und schon gar nichts mit der Kritik und der Warnung vor einem faschistoiden, frauenfeindlichen und vormittelalterlichen Gesellschaftssystem. Ein weißes Blatt. Wir Deutschen und wir Widerständler sind weltoffen. Wer sich unserer Zivilisation anpasst, sich einbringt, etwas dazu beiträgt, das Land nach vorne zu bringen, der war und ist willkommen. Und diejenigen, die das tun, und mit diesen Menschen gibt es auch selten Probleme, oder hört man tagtäglich oder stündlich etwas von Integrationsproblemen eingewanderter Spanier, Chinesen, Vietnamesen oder Japaner? Gibt es zum Beispiel in Düsseldorf, wo ca. 6.500 Japaner leben, mittlerweile die siebtgrößte Bevölkerungsgruppe in Deutschland, gibt es dort Meldungen über japanische Jugendbanden, die mit ihren Nunchakus die ansässige Bevölkerung terrorisieren? Gibt es dort japanisch geprägte No-Go-Areas, wo sich die Polizei nur noch in Mannschaftsstärke reintraut? Brauchen die allermeisten der ausländischen Bürger in Deutschland Integrationsbeauftragte, Integrationskurse? Müssen sie den ganzen Tag gepampert werden? Und wenn nicht, warum nicht? Die Antwort darauf kennen wir. Denn diese Einwanderer sind ideologiefrei, aufgeklärt und größtenteils modern. Und wenn sie es nicht sind, dann in der zweiten Generation. Aber sie hängen nicht dem Islam an, der mit seiner Intoleranz und seinem Anspruch ganz sicher nie zu Deutschland und Europa gehören wird. Ja. Überhaupt Integrationsbeauftragte, ein ganz tolles Wort. Schon allein die Tatsache, dass sich die Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden eigentlich nur mit einer einzigen Gruppe beschäftigen müssen, und zwar mit Menschen aus dem mohammedanischen Kulturkreis, sollte doch den Blindesten und Blödesten zu denken geben. Werte Integrationsbeauftragte, und ich weiß, ihr guckt zu, wir wollen und brauchen eure Schützlinge nicht. Diese werden in ihren ursprünglichen Kulturräumen gebraucht. Die irakische und syrische Regierung ruft nach ihren Leuten. Ihr habt also nur noch eine Aufgabe zu erledigen. Verwandelt eure Ministerien in Rückführungsministerien. Ihr habt dann weiterhin mit demselben Klientel zu tun und dann passt das doch. Und wenn ihr diese eine Aufgabe konsequent und schnell erledigt, okay, es sind meistens Beamte, da ist mit konsequent und schnell selten, erspart ihr nachfolgenden Generationen sehr viel Leid, Unterdrückung und Verfolgung. Ihr braucht die Invasoren auch nicht wirklich zu integrieren, denn das Asylrecht gewährt, wenn überhaupt, einen Schutz auf Zeit. Schützt einfach die Bevölkerung vor ihnen, bringt sie gesichert unter, bringt ihnen zur Beschäftigung meinetwegen handwerkliches Geschick bei, Schreiben oder die Grundrechenarten, aber dann seht zu, dass sie wieder zurückgeführt werden. Punkt, aus, Ende. Freunde, heute erschien auf der Internetseite die Achse des Guten, ein Beitrag mit der Überschrift, merkt euch gut, die Achse des Guten. Die Überschrift lautet: Die neue Kunst zwischen den Zeilen lesen. Geschrieben von einem gewissen Jochen Heistermann. Herr Heistermann, Sie haben recht. Es ist eine Kunst und diese Kunst ist gut, richtig und wichtig. Aber sie ist eines nicht. Sie ist nicht neu. Denn jeder ehemalige gelernte DDR-Bürger kann und konnte dies. Dass es allerdings nochmal so wichtig werden würde, haben wir uns alle nicht gedacht, oder? Ja, sogar die Stasi konnte das. Erstaunlich, wie konnte ich jetzt nur die Gewerkschaft mit der Stasi verwechseln?
wenn das mal nicht an dem Fragebogen liegt, den die Gewerkschaft Verdi aufgelegt hat, um Kollegen von Kollegen bespitzeln zu lassen. Ob sie Pegida, und oder der identitären Bewegung sowie der AfD zugeneigt sind, welche Publikationen sie lesen, wie zum Beispiel Kompakt, um sie danach gegebenenfalls der Umerziehung zuzuführen. Sei es drum, der Chef der Gewerkschaft Verdi, Herr Psirske, hat sich jetzt davon distanziert, er hätte davon nichts gewusst, bla 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 bla, das wissen wir ja alle. Herr Psirske, ich erinnere Sie nur an die 4,50 Euro. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, das mache ich nächste Woche. Zurück zum Artikel, die Kunst zwischen den Zeilen lesen. Ich zitiere nur kurz, den ganzen Artikel sucht ihr euch bitte im Netz. Und lasst es allen, die ihr kennt, auf allen Wegen zukommen, die ihr findet. Verschickt ihn per E-Mail, druckt ihn aus, gebt ihn der Oma ohne Internet, eine Etage tiefer, wie auch immer, ihr wisst alle, was ich meine. Ich zitiere. Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen, dichtete Goethe einst in seinem Faust und drückte damit aus, wie vertrauenswürdig das gesprochene Wort, das gedruckte Wort zu seiner Zeit war. Mir geht es seit einiger Zeit so, dass ich bei Nachrichten, insbesondere von Gewaltverbrechen, die Kunst entwickle, zwischen den Zeilen zu lesen, also die eigentliche Botschaft eines Artikels zu entschlüsseln. Mir springen die fehlenden Informationen derzeit mehr ins Auge als die gelieferten Daten. Dabei führt die Wortakrobatik der Journalisten zu Vermutungen der Leser, die sich oft bewahrheiten. Eine kleine Übersicht zeigt auf, was der geübte Leser mittlerweile unter den gebotenen Textbausteinen versteht. Täter mit südländischem Äußeren kennen wir alle mittlerweile, Migrant aus Afrika oder dem Nahen Osten. Kein Italiener und kein Grieche. Deutscher ohne Nennung des Vornamens ist ein in Deutschland lebender Migrant. Gebürtiger Deutscher, Schwede, Franzose, in jeweiliger Parallelgesellschaft aufgewachsener Mann. U-Bahn-Schubser, Krimineller, der ohne Anlass Passanten die Treppe runtertritt und ins Gleisbett wirft. Antänzer oder Grabscher, schwere sexuelle Belästigung bis hin zur Vergewaltigung gegen Frauen in der Öffentlichkeit. Bub, Teenie oder Teenager, junger Schwerverbrecher, in Klammern meist mit Stichwaffe, mit Migrationshintergrund. Mann oder Gruppe von Männern, Migrant oder Gruppe von Migranten. Und so geht es weiter und weiter. Ich kann euch wirklich nur sagen, sensationell geschrieben, guckt den Artikel, die Achse des Guten, die Kunst zwischen den Zeilen zu lesen und drückt es verdammt nochmal jeden in die Hand, den ihr trefft. Und wenn ihr es im Kaffee liegen lasst und nur einer was davon liest und davon lernt, haben wir schon was gewonnen. Danke. Und solange wieder so ist, dass wir wieder zwischen den Zeilen lesen müssen, so lange haben wir jede verdammte Berechtigung dieser Welt, unseren Unmut auf die Straße zu tragen. Es reicht, und zwar endgültig. Widerstand! 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 Freunde! Widerstand! Gestern war ja die Wahl im Saarland. Herzlichen Glückwunsch zu den 6,2% der AfD. Dass noch so viele Menschen die CDU unter Frau Merkel wählen. Ja gut, wie sagte gestern ein Saarländer zu mir, wortwörtlich, jo, ich kann den Dialekt gar nicht nachmachen. Der sagte, dass die Wahl im Saarland wird von uns so angesehen wie die Vorstandswahl in der Kleingartensparte. Und solange mir die Oskar und uns Annegret haben, ist alles gut. Und die SPD schön abgekackt. SPD übrigens neuerdings abgekürzt. SPD spitzeln, pöbeln, denunzieren. Herr Maas, Herr Stegner, schönen Gruß, damit sind Sie gemeint. Und wie Lutz heute so schön schrieb, der Schulz-Zug ist im Saarland genauso entgleist wie die Gesichtszüge der Grünen bei Bekanntgabe der Ergebnisse. Und ich freue mich, kein
kein Steuergeld mehr für Grüne und Piraten, zumindest nicht im Saarland. Die restlichen Bundesländer schaffen wir auch noch. Hier in Sachsen dürfen sich wahrscheinlich bei der nächsten Wahl auch einen neuen Job suchen. Und meine ehemalige Partei, die FDP, hat es nicht an die Vorderträge geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und währenddessen treiben die Ideen unserer einheimischen Dresdner Naivmenschen immer seltsamere Blüten. Was haben wir nicht schon alles an Gegenaktionen zu Pegida erlebt? Mit Hunderttausenden von Euro gesponserte Konzerte, Singkreise, Blockaden und Angriffe der roten Meinungsfaschisten. Seit heute kommt eine neue Idee des City Managements Dresden dazu. Sie nennt sich: Das Volk tanzt für mehr Respekt. Die Beschreibung des Spektakels kommt hier. Das Dresdner City Management und das Bündnis Dresden Respekt starten am Montagabend eine neue Veranstaltungsreihe. Unter dem Motto: Das Volk tanzt für mehr Respekt soll auf dem Neumarkt für mehr Kultur im Alltag gewoben werden. Man wolle tanzen für mehr Respekt gegenüber allen Menschen, egal wo sie herkommen, für den Frieden auf der Welt, für Liebe und Verständnis und für mehr Kultur im Alltag. Bereits im vergangenen Jahr hatte das City Management mit der Aktion Dresden geht aus versucht, den Einzelhandel und die Innenstadt montags mit verschiedenen Aktionen wegen der wöchentlichen Pegida-Demos wieder anzukurbeln. Freunde, Dresden tanzt für mehr Respekt. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist tanzend in den Untergang. Auf der Titanic hatte die Kapelle auch bis zuletzt gespielt, so zumindest die Legende. Wir hoffen, die Veranstalter haben auch dran gedacht, alle Antänzer einzuladen. Eventuell sollten die Herren, Damen, City Manager die Veranstaltung gleich auf der Prager Straße oder auf dem Wiener Platz abhalten, um die zugereisten Goldstücke und freiberuflich tätigen Pharmareferenten ja nicht auszuschließen. Das ist einfach unfassbar. Aber Ententanz wäre für die ganz witzig. Ihr erinnert euch sicher an den Fall Arnsdorf. Jetzt wird es wieder wichtig. Eine irakische Fachkraft bedrohte Personal und Kunden eines Supermarktes. Vier couragierte Arnsdorfer griffen ein und beschützten ihre Mitbürger. Diese vier mutigen Bürger wurden angeklagt und stehen jetzt im April vor Gericht. Die Bürgerinitiative 1% organisiert unter anderem den Rechtsschutz. In diesem Falle ist natürlich patriotische Solidarität gefragt und wird natürlich auch geliefert. Wir als Pegida werden uns selbstverständlich daran beteiligen. Wir werden unser Schärflein in den Pott werfen. Und wer von euch noch was dazu beitragen möchte, informiert euch bitte auf der Internetseite oder der Facebook-Seite von 1% darüber. Alle zusammen können und werden wir dafür sorgen, dass diesen mutigen Bürgern zumindest kein finanzieller Schaden entsteht. Diese gezeigte Zivilcourage darf nicht bestraft werden. Danke, Dresden! Ja.